Hallo liebe Angelfreunde, mein Name ist Thorsten Küsters und wir befinden uns hier gerade in Holland an einem See mit Anbindung zum Julianakanal und wollen hier heute auf einer Distanz zwischen 80 und 100 Meter Brassen fangen. Dabei soll das Hauptaugenmerk darauf gelegt werden, nicht herkömmliche schwere Weitwurfrouten zu benutzen, wo wir starke Schlagschnüren nehmen und schwere Körbe, um auf Distanz zu bekommen, sondern heute soll das Hauptaugenmerk darauf liegen, feine Routen, davon reden wir von 3,90 Meter Routen, weiche Routen, maximal 80 Gramm Wurfgewicht, und wollen dann mit dünnen Schlagschnüren, dünnen geflochtenen Hauptschnüren und feinem Gerät halt auf Distanz ein paar Fische fangen. Warum so leicht und warum fein? Wir haben hier einen See, der ist 3 Meter tief. Die Fische sind hier sehr scheu und reagieren extrem stark auf Einplatschgeräusche negativ, und das wollen wir uns heute mit leichten Körben zwischen 30 und 40 Gramm wollen wir das vermeiden und wollen so versuchen, auf Distanz ein paar große Fische zu fangen. Kommen wir zu den Routen. Ich habe jetzt hier eine herkömmliche Fiederroute für auf Distanz in der Hand. Das ist eine 4,20 Meter Kevlar Carbon Route, eine handgebaute vom Rolf Horsten. Das sind herkömmliche Weitwurf-Spezialrouten, wo wir einen parabolischen Blank haben, eine harte Spitze und starke Schnüre. Da reden wir um Schnüre um einer 30er oder 35er Schnur und Körben zwischen 60 und 90 Gramm, um auf Distanz, um auf Distanzen zwischen 80 und 100 Metern sauber fischen zu können. Was wir aber heute vorhaben ist, wir wollen diese schweren Fiederrouten außen vor lassen, weil wir heute ein Gewässer haben, wo wir eine Wassertiefe von 3 Metern haben, und da wollen wir versuchen, das Negative an diesen Weitwurfrouten auszumerzen. Das ist einfach das Einplatschgeräusch der schweren Körbe, und da haben wir uns heute mal dazu entschieden, weiche Routen zu nehmen. Das heißt, wir reden hier Routen um die 60 bis 80 Gramm, 3,90 Meter lang, dünne Schlagschnüre, 25er oder 22er, leichte Körbe zwischen 30 und 40 Gramm, leichtere Rollen und natürlich das Allerwichtigste, ganz weiche Spitzen. Das möchte ich euch heute mal zeigen. Da haben wir hier eine Spitze, die ein halb Unzen hat, was auf Distanzen sehr ungewöhnlich ist. Aber ich möchte das heute mal demonstrieren, dass das auch funktioniert, dass man nicht immer harte Spitzen fischen muss, zwischen 2,5 und 3 Unzen auf Distanz, sondern auch mit weichen Spitzen weit werfen kann. Warum sagt jeder, dass es nicht funktionieren kann, ist eigentlich einfach. Eine weiche Spitze ist von ihrer Aktion so weich, dass sich die Schlagschnur sehr schnell um die Ringe wickeln kann, und so haben wir dann einen Abriss. Jetzt haben wir hier Spitzen, die von ihrem Durchmesser fast am Einschub identisch sind wie vorne. Das heißt, wir haben parabolische Spitzen, aber im Halbunzenbereich. Das zeige ich mal, wie weich diese Spitzen hier sind. Man kann die Spitze komplett einmal rumbiegen. Das würde man bei einer 2,5 Unzen, 3 Unzen Spitze überhaupt nicht können. Diese Spitzen haben den Vorteil, die wackeln auch nicht so viel nach und sind trotzdem weich genug, um sauber Bisse anzuzeigen. Ich ziehe die Spitze nochmal raus und zeige hier nochmal ganz klar eine ganz weiche Spitze, kreisrund. Damit werden wir versuchen, heute auf 80 Meter zu angeln. Kommen wir zu den Körben, die wir heute verwenden werden. Da werden wir speziell auf diese drei hier eingehen, aber ich möchte trotzdem noch zwei weitere vorstellen, die auf Distanz auch Erfolg bringen. Da fangen wir an mit einem Korb, der ähnlich wie eine Mischung aus einem, ich nenne ihn Pershing, und einem Speedkorb ist. Und zwar ist er genauso spitz wie ein Pershing, aber er hat vom Einholwiderstand die Spitze hier innen drin, und dadurch wird der Einholwiderstand dieses Korbes minimiert,
so dass wir mehr Kontakt zum Fisch haben. Diese Körbe sind extra gebaut für Distanzen, weil die Flugeigenschaften viel besser sind als bei einem normalen Blockkorb. Heute werden wir genauer eingehen in den herkömmlichen Speedkorb und dem Pershing. Der Unterschied zwischen den beiden Körben ist einfach, der Pershing ist in seiner Art schlanker als der Speedkorb, hat eine Spitze, er ist rund und hat hier an den Seiten weniger Angriffsfläche als ein herkömmlicher Speedkorb. Dieser Korb, der fliegt ungefähr 10% weiter als ein normaler Speedkorb. Den gibt es dann auch in verschiedenen Ausführungen und Größen. Ich verwende in der Regel immer 3 Maschen hoch und nur in der Breite verändert er sich. Und desto weiter ich rausgehe, desto schlanker wird der Korb. Das kann man hier gut sehen. Wir haben hier einen Korb, der für noch weitere Entfernungen gebaut ist. Und der ist vom Durchmesser etwas kleiner, 1 Masche kleiner. Diese Körbe haben die besten Eigenschaften. Die haben gute Wurfeigenschaften, aber auch sehr gute Einholeigenschaften. Bei einem Pershing-Korb, der hat die besten Flugeigenschaften, aber dadurch, dass von innen eine gerade Angriffsfläche vorhanden ist, haben wir hier Probleme, wenn wir Untergrund haben, der mit viel Kanten versehen ist, weil dieser Korb als am schlechtesten aufsteigt. Er bleibt am längsten am Grund und den sollte man wirklich nur dann verwenden, wenn man weiß, der Grund ist hindernisfrei und man kann ohne Probleme den Fisch bis vorne an am Grund entlang drillen. Bei diesen Körben hier ist das so, dass sie schneller hochkommen, leichter einzukurbeln sind und man viel besseren Kontakt zum Fisch hat. Und hier unterscheiden wir dann halt einfach nur zwischen den Größen, wie viel Futter, wie viel Köder müssen wir bringen, um den Fisch am Platz zu halten. Kommen wir zum Futter. Wir haben hier die Auswahl zwischen 3 Futtermischungen. Ich war vor 4 Wochen schon mal hier. Da habe ich das Feedermix Black gefischt, weil das Wasser noch kälter war und auch noch viel klarer war und die Fische auch kleiner. Aber heute werden wir versuchen, größere Fische zu fangen. Vorwiegend Brassen, so um die 1,2 bis 1,8 Kilo. Und da entscheide ich mich wirklich für ein grobes Futter, was sehr passiv ist. Und dann nehmen wir heute das Feedermix Bream, 2 Teile. Und um ein kleines bisschen Aktivität hineinzubekommen und eine gute Koriandernote, um so ein bisschen Aroma mit ins Spiel zu bringen, nehmen wir noch 1 Teil Feedermix NL dabei. Wir haben dem Futter jetzt 350 ml Wasser hinzugefügt und jetzt werden wir das Futter was ruhen lassen und in ungefähr 10 Minuten nochmal sieben und dann gucken wir mal, wie viel Wasser noch benötigt wird, um eine perfekte Mischung zu bekommen. Kommen wir jetzt zur Montage. Da fangen wir an mit dem Schlagschnurknoten. Der Schlagschnurknoten ist der, der die geflochtene mit der monophilen verbindet. Wir haben hier die monophile, das ist unsere geflochtene Hauptschnur. Und jetzt legen wir die monophile Schnur als Schlaufe doppelt. So einfach doppelt legen, 5 cm vorne festhalten. Und dann kommen wir mit der geflochtenen Schnur von unten nach oben durch. Ziehen die ein wenig noch lang und legen die hier auch als Schlaufe und halten die fest. Und jetzt wickeln wir hier 8-mal rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt ist es wichtig, den gleichen Weg zurückzugehen, den man gegangen ist. Das heißt, wir sind von unten nach oben gegangen, dann müssen wir jetzt auch von oben nach unten wieder durch die Schnur gehen. So, das tun wir jetzt. Jetzt haben wir die beide durch den gleichen Eingang. Hier, beide da durch. Ziehen die ein bisschen stramm. Wir haben jetzt hier noch das Ende von der geflochtenen als Schlaufe liegen und nehmen das Ende von der geflochtenen und schieben das einmal hier oben durch. So, jetzt haben wir die Schnur so liegen und jetzt ziehen wir das alles, feuchten das an und ziehen das langsam stramm. Okay. So, und jetzt gehen wir hin und ziehen den Knoten
langsam fest. Jetzt zieht er sich zu und die geflochtene bleibt hier unten so stehen. So. Jetzt haben wir hier noch eine Schlaufe und da ziehen wir dann die geflochtene Schnur in diesen Knoten rein. Jetzt haben wir einen ganz dünnen Schlagschnurknoten. Und jetzt kommt das noch Wichtigere als der Schlagschnurknoten, das Abschneiden der Schnüre. Und da gehen wir hin, fangen mit der geflochtenen an. Die darf ruhig ein paar Millimeter stehen bleiben. Das heißt, wir schneiden die ab und lassen, ich sag mal so 5 mm stehen. Jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt müssen wir das Ende von der Schlagschnur abschneiden, das überstehende Stück. Und da ist es wichtig, das so eng wie möglich abzuschneiden. Da darf wirklich nichts mehr überstehen, wo sich nachher hier beim Aufwickeln die geflochtene dran aufhängen kann. Wir gehen jetzt mit der kleinen Schere hier in den Spalt rein, drücken den bis zum Knoten, die Schere, und schneiden dann den Knoten ab. So, und so sollte dann ein Schlagschnurknoten aussehen. Wir haben hier keine Verhedderung. Dieses Stück hat keine Bewandtnis, das ist sehr weich, da kann nichts passieren. Hier kann nichts dran hängen bleiben. Wir haben hier eine glatte Oberfläche und so sollte ein guter Schlagschnurknoten aussehen. So, wir haben jetzt hier doppelte Rutenlänge an Schlagschnur. Doppelte Rutenlänge, wir liegen hier bei 3,95 Meter bei der Rute und tun noch 2 bis 3 Windungen auf die Schnur. Wir haben ja eine sehr weiche Schnur. Das dürfte als Dehnung ausreichen, dass wir nicht so viele Fische verlieren. Zur Montage. Wir werden hier heute eine Freilaufmontage angeln, die FIPS-konform ist, das heißt, die auf allen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften oder auch nationalen Events wie ein Anglertreff wieder gebraucht wird. Da brauchen wir eigentlich nur 3 Sachen. Das erste ist ein Wirbel, der auf der Schnur gleitet, wo der Futterkorb eingehangen wird. Das zweite ist ein Schnurstopper, der dafür da ist, dass der Wirbel nicht auf dem Knoten läuft, sondern von einem Stopper gebremst wird, um die Schnur nicht zu beschädigen. Und als drittes brauchen wir einen kleinen Wirbel, der unten dranhängt, damit wir bei weiten Distanzen das Problem nicht haben, dass sich die Schnur verdreht. So. Als erstes nehmen wir die Schnur und tun ganz normal den Wirbel auf die Hauptschnur. Dass er einfach durchläuft, kann auch hinten runterhängen, das ist alles gar kein Problem. Dann haben wir hier, nehmen wir den Stopper und ziehen den einfach so auf die Hauptschnur. So, und der soll jetzt unseren Wirbel bremsen. Der kann hier nicht drüber rutschen, das Loch ist so klein, dass er hier drauf hängen bleibt. Und hier stoppt er ganz sauber, die Schnur hängt so hier drin. Er kann nicht weiter und hier kann er frei laufen auf die gesamte Länge von der Route. Jetzt kommen wir zu unserem kleinen Wirbel. Den schieben wir auch ganz normal auf die Hauptschnur. So. Jetzt ist er ganz normal auf der Hauptschnur. Und jetzt fangen wir an, beide Seiten entgegengesetzt zu verdrallen. So, der sollte ungefähr 15 cm haben oder 10 cm reichen in diesem Falle. Dann gehen wir hier hin, nehmen das Ende und machen einfach nur einen Doppel-8-Knoten. Mit dem Ende da rein. Einmal, zweimal und auch nochmal ein drittes Mal. Und ziehen diesen Knoten. Sieht er dann aus, befeuchten den und ziehen diesen fest. Der mag als erstes etwas dick erscheinen, aber der hat bei uns nur die Bedeutung,
den Stopper zu bremsen, dass er nicht bis zum Wirbel rutschen kann. Jetzt haben wir hier einen Seitenarm, wo dann hier das Vorfach eingehängt wird. Das schneiden wir jetzt noch ab. Kurz ab, so 2-3 mm. Jetzt haben wir einen Stopperschieber nach vorne drauf. Der kann nicht durchrutschen. Und jetzt haben wir hier den Wirbel, wo unser Futterkorb eingehangen wird. Und mit dieser Montage werden wir heute angeln. Und so sieht dann unsere Montage aus. Wichtig ist, dieser verdrallte Seitenarm hat die Bedeutung, unseren Korb etwas mit Abstand zu halten von unserer Schnur. Die Schnur wird härter, weil wir sie verdrallt haben, und dadurch kann sich hier nicht mehr viel verwickeln. Die härtere Schnur, die kann in alle Richtungen gehen und kann sich mit dem Korb nicht verheddern. Kommen wir jetzt zu einer Montage, die eigentlich in der Fiederszene sehr verbreitet ist. Das ist die Schlaufenmontage. Wir werden heute zwei Montagen angeln, einmal die nach FIPS und einmal die herkömmliche Schlaufenmontage. Und dann möchte ich halt zeigen, wie ich so eine Schlaufe aufbaue. Da kommt als erstes natürlich die Schlaufe selber. Ich ziehe auf die Hauptschnur einen Gummistopper auf. So ist, dass der Knoten abgedeckt ist. Schieben wir drauf. So. Ist der Knoten abgedeckt, damit sich nachher da nicht das Vorfach dran verwickeln kann. Und die Schlaufe selber ist einfach gehalten, leicht gehalten und verhedderungsfrei gehalten. Einfach nur ein leichtes Dreieck. Unten dann ein Wirbel eingehangen. Futterkorb liegt auf dem Boden. Und der Fisch nimmt den Köder auf. Dann hat er genau Zeit, 30 cm zu ziehen, bevor sich der Köder selbst hakt. So. Dann haben wir hier die Schlaufe verlängert mit einer Schnur von 50 cm, die frei hängt und unten ein Wirbel eingehangen ist. Kommen wir zu den Haken. Da verwende ich fast ausschließlich Tubertini-Haken, und da kommen bei mir zwei Haken besonders oft zum Einsatz. Das ist einmal die Serie 2 von Tubertini, die fische ich in allen Größen. Das ist jetzt hier einmal ein 12er Haken der Serie 2 mit einem 14er Vorfach. Mit dem werden wir heute auch beginnen, in der Länge 80 cm. Und wenn wir dann nachher wirklich ein paar Brassen am Platz haben, dann werden wir umschalten auf einen größeren Brassenhaken. Das wird dann die Serie 26 sein, in 12 oder auch in 10. Und der sieht dann so aus. In den Vorfachstärken sind wir immer bestückt, hier etwas gröber dran zu gehen. Das heißt, wir reden hier von 14er Vorfächern und 16er Vorfächern, da es doch sein kann, dass wir später mit Brassen rechnen, so zwischen 1,2 und 1,8 Kilo. Und wenn wir da etwas zu leicht an die Sache rangehen und zu dünnen Vorfächern, kann es natürlich zu einem Abriss kommen, was wir natürlich nicht wollen, und dann unnötig Fische verlieren. Das Futter konnte jetzt einige Zeit ziehen. Jetzt werden wir das einmal sieben und dann halt gucken, wie viel Wasser wir noch dem Futter hinzufügen müssen, um halt eine gute Konsistenz zu bekommen. Wir haben hier einen 4 mm Sieb. Das halte ich für ausreichend, ein Futter zu sieben, weil wir auch sehr grobe Partikel im Futter haben. Und sieben das jetzt einmal durch. So, die Partikel, die jetzt Wasser gezogen haben, die zu grob sind, die schmeißen wir raus. Jetzt sehen wir, das Futter ist ein wenig zu trocken, konnte noch gut nachziehen. Und jetzt werden wir noch ein kleines bisschen Wasser hinzutun und dann müsste die Mischung fertig sein.
fange mit 40 Millilitern an. Jetzt haben wir ungefähr 2 Liter nass. Da müssen wir den ganzen Tag mit auskommen. Wir haben jetzt hier viele grobe Bestandteile drin. Wir haben hier eine leichte Koriandernote drin. Ein schweres Futter für Brassen ausgelegt. Und ja, werden jetzt mal unser Glück versuchen. Kommen wir jetzt zu den Ködern, die wir heute verwenden werden. Da fangen wir mal ganz herkömmlich an. Ich habe hier ein Viertel Liter Maden, die wir eventuell dem Futter mal nachher später zugeben werden. Dann ein Viertel Liter Pinkies, ganz frisch. Dann die für mich drei wichtigsten Sachen. Das sind einmal die Caster, ganz frische Caster, gerade heute bekommen. Dann Schnittwürmer, normale Dendrobena-Würmer, auch ganz frische Würmer. Ganz taufrig, bewegen sich alle super. Und dann natürlich den Hakenköder, den wir heute hoffentlich oft verwenden werden. Das ist bei mir der Kompostwurm, weil er etwas weicher ist und eine tolle rote Färbung hat. Zur Anfangsfütterung werde ich erstmal ganz verhalten rangehen und werde wirklich dem Futter wirklich nur 2, 3 oder auch 10 Caster hinzugeben, die mit in den Korb und dann halt mal gucken, wie der Viech darauf reagiert und dann eventuell nach und nach, je nachdem wie viele Brassen sich auf dem Platz einfinden, die Ködermenge erhöhen. Da werde ich dann aber, wenn ich eine Veränderung da vornehmen werde, sofort sagen, was ich mache und warum. Allgemein zum Platz, wir fangen an mit meiner Box. Da möchte ich Ihnen halt zeigen, wie ich meine ganzen Köder wo und warum hinsetze. Hinten meine Pinkies, die liegen hier. Die habe ich extra da hinten liegen, weil ich hoffe, dass ich die heute nicht brauche. Dann sind meine Caster immer direkt am Futter, weil das mein Hauptköder ist, den ich dann immer nach Bedarf ohne weiten Weg in mein Futter geben kann. Und dann sind hier natürlich Maden, die man immer verwendet, meine Würmer für den Haken und hier sind unsere Schnittwürmer. Da habe ich dann meistens meine Schnittdose mit drin liegen und meine Schere, dass ich da direkt anfangen kann, Würmer zu schneiden und die dann dem Futter beigeben kann. Zu den Dips, da greife ich ausschließlich auf die Dips von HJG Drescher zurück. Da haben wir hier einmal den Erdbeerdip, der im Sommer und auch im Frühjahr sehr erfolgreich ist, den ich immer dabei habe, der auch oft mal den einen oder anderen Fisch bringt. Dann halt das gängige, ein Wurmdip, der immer funktioniert eigentlich. Marzipan, der für mich auch ein toller Dip für im Sommer. Und dann halt hier Leber und nochmal ein Brasse-Spezialmix, der auch sehr fruchtig ist. Zum Rutenhalter, wir haben hier eine Auflage von 70 cm, wo ich halt, weil wir auch eine leichte Strömung ab und zu haben durch Schiffverkehr, kann ich hier halt variieren. Ich kann, wenn wenig Strömung ist, die Rute sehr zur Seite legen und wenn etwas mehr Strömung ist, etwas den Winkel verkürzen, so dass ich besseren Kontakt zum Fisch habe. In der Regel wird meine Rute aber immer hier in dem Bereich hier switchen und halt mal schauen, was passiert. Mein Unterfangkescher, den habe ich direkt hier daneben, den lege ich immer hier zwischen meine Kiste und meiner Box, weil hier kann er nicht viel wackeln, hier kann nichts runterfallen, hier rutscht nichts und wenn ich halt einen Brassen gefangen habe, kann ich die Rute, den Unterfangkescher ganz locker in der Hand nehmen, schmeiß ihn so raus und kann so meinen Fisch kechern. Ich kann ihn so wieder ganz locker zurückziehen, lege ihn einfach wieder hier rein und ich habe es einfach gehalten und gar nicht viel Tamtam. Wir werden jetzt zu Beginn 3 bis 4 Körbe anfüttern und dann hoffen, dass wir den ein oder anderen Brassen fangen können. Zur Wurftechnik ist eigentlich
ganz simpel. Ich lasse so 60 cm von der Spitze aus den Korb hängen, nehme die Rute einfach nach hinten und ziehe in einem durch. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal ganz genau erklären, wie ich die Rute beschleunige, und ja, probieren wir jetzt mal aus. Und zwar, wenn ich die Rute in einem Male nach hinten tue, baut die Rute Druck auf, und ich nehme eigentlich nur diese Finger hier und ziehe die Rute runter. Die meisten Angler drücken mit der vorderen Hand, so, aber da ist die Beschleunigung nicht so hoch, als wenn ich hinten nur den Hebel runterziehe. Der ist für mich, die Hand ist für mich nur Führung, und hier unten ist das, da möchte ich hin. Die Rute, und mein Ziel ist eine Linie. Und dann nehme ich einfach nur den Korb oder die Rute so mit zwei, drei Fingern in die Hand und ziehe runter, Rute zur Seite, in den Clip. Das war's. So, wir haben jetzt vier Körbe angefüttert und werden jetzt einen 14er Haken der Serie 2 anknüpfen mit einem kleinen Mistwürmchen und werden dann erstmal schauen, was passiert und ob wir einen Biss bekommen. Wurm und eine Made. Wir haben jetzt unseren ersten Biss gehabt. Auf einen kleinen Wurm. Wir haben gerade eine Viertelstunde rum und auf ein kleines Mistwürmchen und einer Made haben wir jetzt einen wunderbaren tollen Biss bekommen, und man sieht jetzt auch hier in der Aktion, wir haben wahrscheinlich einen Bresen drauf, ich denke mal von so 1 Kilo, 1,2 Kilo, und dadurch eine weiche Rute fische und eine dünne Hauptschnur, kann ich den Fisch einfach so reindrehen, ohne dass ich mit dem Fisch kämpfen muss. Die Rute lege ich flach übers Wasser und drehe einfach rein, und der Bresen kommt hinterher geschwommen. Bei einer harten Rute wäre das Problem halt, dass ich viel mehr aufpassen müsste, dass der Fisch ausschlitzt, weil die Rute härter ist, die Schläge werden härter. Und dadurch kann es besser, schneller passieren, dass der Fisch ausschlitzt. Das Problem haben wir mit einer weichen Rute minimiert. So, im Vorderuferbereich passen wir in jedem Falle auf. Und ich denke, dann kommt schon die erste Brasse so um die Kilomarke an die Oberfläche. So. Wieder ganz einfach von der Technik her, meinen Unterfangkescher lasse ich wieder so hier reinfallen. Jetzt haben wir den ersten Brassen des Tages erlegt, würde ich sagen. Jetzt geht es einem besser. Wir haben jetzt eine Stunde auf den zweiten Biss gewartet. Es stellt sich doch schwieriger raus als gedacht. Jetzt haben wir umgestellt, haben jetzt zwei Caster drauf und eine Made und haben einen tollen Biss bekommen, und ja, der Wind hat etwas aufgefrischt, das heißt, es kann sein, dass wir von 40 Gramm auf 50 Gramm umsteigen müssen, um genauer in den Clip zu kommen, aber das wird sich jetzt zeigen, wenn die Bisse so bleiben jetzt, wie der jetzt gerade, dann werden wir erstmal weiter angeln und ansonsten mal etwas schwerer angeln, um halt genauer in den Clip zu kommen.
wieder ein Brassen so um den Kilo, nicht größer, aber aller Anfang ist schwer. Wir haben gerade den Viech auf Casta Male gefangen und jetzt möchte ich mal erklären, weil es ist etwas anders als auf kurzen Distanzen. Man verwendet auf weiten Distanzen immer dunklere Caster, weil die von der Haut her etwas härter sind als die hellen und besser am Haken halten. Wenn ich jetzt die hellen nehmen würde, das könnte das sein, dass auf der Distanz die abfallen würden. Deswegen nehmen wir dunklere, die sind von der Haut härter. Einen schiebe ich so auf den Haken drauf. Einmal drauf. Den anderen dunklen nehme ich mittig, ziehe ihn mit da drauf. So haben wir schon fast den ganzen Haken verdeckt. Nur noch hier unten ist was frei und da oben. Und da klemmen wir dann einfach eine Made vor, die ein bisschen Aktivität ins Spiel bringen soll. Die wackelt schön am Haken. Das ist jetzt die dritte Brasse des heutigen Tages. Nochmal eine Viertelstunde später, diesmal auf der anderen weichen Route. Das ist jetzt hier eine Preston Dutch Master in 4 Meter mit 80 Gramm. Die sollte vielen Leuten bekannt sein. Auch mit einer ganz weichen Spitze drin. Und ich denke mal, dass der Fisch jetzt etwas größer sein wird, dass er etwas über ein Kilo hat, weil er fühlt sich schwerer an und trotzdem lässt er sich mit der weichen Rute und einer kleinen oder leichteren Rolle toll in einem Mal durchdrehen, ohne dass der Fisch irgendwie stark nuckt oder mit dem Kopf arbeitet. Es wäre bei harten Routen halt sehr schwierig, die so reinzudrehen, weil wenn der Fisch dann einmal seinen Kopf bewegt, haben wir das Problem, dass wir wahrscheinlich den Fisch verlieren werden. Ich habe jetzt einfach gemütlich reingedreht und jetzt vorne werde ich ein bisschen vorsichtiger und ich denke mal, dass der schon so um die 1,5 Kilo haben wird, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Aber so in dem Bereich wird er liegen. Hier kommt dann halt auch unsere 15 oder 12 Meter Schlagschnur, die auch nochmal dazu beitragen, dass der Fisch halt nicht richtig ausschlitzen kann. Da lag ich mit meiner Schätzung schon gar nicht so verkehrt. Ein sehr schmaler Fisch, aber ich denke mal so 1100 Gramm, 1200 Gramm wird das schmale Ding haben. Jetzt haben wir den nächsten Brassen. Das ist jetzt der fünfte. Die ersten beiden, die waren recht klein, so um den Kilo rum und die letzten zwei waren schon größer, so zwischen 11 und 1500. Und jetzt hier scheint es wirklich so, als wenn die großen Fische kommen würden. Jetzt denke ich mal, dass das der erste ist, der so um die 1500 bis 1800 Gramm haben wird. Und ich hoffe, dass wir davon noch ein paar fangen können und hoffen erstmal, dass wir den rausbekommen. Vom Vorfach sind wir immer noch auf dem 14er Vorfachschnur und einem 14er Haken der Serie 2. Das halte ich immer noch für ausreichend. Sollten aber die Fische jetzt größer werden und nachher auch mehr auf Wurm wir Fische fangen, werden wir in jedem Fall auf die Serie 26 umstellen und dann halt wirklich mit Wurm versuchen, noch größere Fische zu fangen. Dann sind auch die Bissausbeute etwas besser und ja, das ist jetzt das, was wir versuchen werden. Ja, ist ein großer, ein schöner. Ja, der wird schon 2 Kilo haben, vielleicht etwas mehr. Das werden wir jetzt mal genau unter die Lupe nehmen. Ja, der wird so um die 2 Kilo plus minus
Das sind die Fische, die wir haben wollen heute. Wir haben jetzt zwei Fische gehabt, die hatten den Hakenköder komplett geschluckt, hatten ihn komplett im Schlund hängen. Um den Fisch jetzt nicht zu beschädigen, habe ich die Schnur durchgeschnitten und habe den Fisch so eingesetzt. Jetzt werden wir natürlich darauf reagieren und werden sagen, wir gehen von einem 80 cm Vorfach runter auf 50 cm in der Hoffnung, dass die kompletten Fische, die alle vorne in der Lippe haben und so halt auch dem Fisch nichts passieren kann. So, wir versuchen jetzt mal ein bisschen die Fische länger am Platz zu halten und machen jetzt wirklich mal den ganzen Korb voll Caster und dann den Deckel einfach nur drauf, so nennen wir das. Und versuchen halt damit jetzt die großen Fische zu halten, indem wir wirklich viele Köder bringen. Und das ist, denke ich mal, maximal das, was man mit diesem Korb bringen kann. Mehr geht einfach nicht, weil es ist nur mit dem Deckel verschlossen. Die Caster sitzen sicher hier drin und verlassen erst den Korb, wenn das Futter auf dem Grund angekommen ist. So, wir haben jetzt keine 2 Minuten vom Befüllen des Korbes bis zum Biss gehabt. Und jetzt sieht das wieder so aus, als wenn es einer der größeren Brassen wären. Und sollte sich das wirklich bestätigen, wir haben wieder eine Brasse, die ungefähr 1,5 Kilo hat, dann werden wir auch mal den ein oder anderen Wurm mit beischneiden, um halt wirklich die großen Fische, die jetzt scheinen eingelaufen zu sein, auch am Platz halten. Ich werde auch behutsam vorgehen, also wirklich nicht jetzt aggressiv richtig Wurm schneiden, sondern immer nur mal den einen Wurm oder den zwei dabei, klein schneiden und dann erstmal die Reaktion abwarten. Was macht der Fisch, wenn jetzt auf einmal Wurm kommt? Werden die Bisse aggressiver? Lassen die Bisse nach? Oder bekommen wir wirklich jetzt saubere Bisse kontinuierlich durch und können dann auch mit Wurmfischen und selektiv große Fische fangen? Ne? Auf jeden Fall eine tolle Aktion mit der Rute. Und das ist auf jeden Fall wieder einer der größeren. Die wollen wir haben. Ich gehe auch beim Kechern nicht irgendwie hektisch vor und versuche den Brassen irgendwo nachzuhasten und zu sagen, jetzt muss ich den ganz schnell im Kecher haben, sondern ich bin immer ganz ruhig, denn es hat sich in der Regel gezeigt, wenn ich am Wasser und auch den Kecher ruhig ins Wasser schiebe, dann ist der Fisch ruhiger und reagiert nicht stressig auf das Einplatschen von dem Unterfangkecher. Und jetzt sehen wir auch, wir haben das Vorfach verkürzt und jetzt komme ich mit dem Hakenlöser wunderbar rein. Der Fisch hat keine Verletzung und ich kann ihn so ganz behutsam in den Setzkecher schmeißen. Und jetzt haben wir auch, wie gesagt, werden wir damit anfangen, ein paar kleine Würmchen mit ins Futter zu geben. Dafür hänge ich jetzt erstmal den Haken da ein. Ich werde jetzt wirklich sagen, wir nehmen wirklich nur 2, 3 Würmchen, tun wir mit im Futter bei, schneiden die einfach, viele haben eine Dreifachschere, ich habe eine Einfachschere, die reicht mir, schneiden die einfach ein bisschen klein, dass da ein paar Stücke liegen. Und dann haben wir hier wunderbar, wunderbar ein paar Würmchen im Futter. Hinzu tun wir trotzdem noch ein paar Caster. Und jetzt werden wir das mal genau beobachten, weil ich denke, dass jetzt die Bisse auch auf Caster nachlassen werden und wir auf Wurm besser fangen werden. So, jetzt kommen wir mal dazu. Wie beködern wir auf Distanzen vernünftigen Wurm? In der Regel hänge ich einen Wurm auf Distanzen bis 30, 40, 50 Meter immer in der Mitte ein, weil er sich so einfach besser bewegt am Haken. Das Oberteil und das Unterteil bewegen sich, die Aktionen sind besser. Das Problem ist nur auf Distanz, der Wurm würde uns so kaputt gehen und würde aufreißen. Da kommt jetzt eine andere Technik, die zwar nicht den Wurm so aktiv erscheinen lässt, aber für Distanzen einfach besser ist. Und zwar nehmen wir den Kopf und pieksen in den Kopf rein, schieben den Wurm auf, richtig aufziehen und ziehen ihn dann durch. Das eine Seite fest
am Haken hängt. So, jetzt nehmen wir einen zweiten Wurm und den hängen wir nur einmal ein und hängen da eine Made dran. Jetzt ist der Wurm selber nicht mehr ganz so aktiv, wie wenn er in der Mitte aufgehangen werden würde. Aber es hat den Vorteil, der kann nicht ausreißen, der Wurm. Der hängt auf einer Seite fest dran und ist so sicherer am Haken, so dass er auch noch quicklebendig unten ankommt. Und ich denke auch, dass das von Aktivität noch genug ist, dass der Brassen den Köder aufnimmt. Es war auch so, wenn man mit Wurm fischt, ist es auch ratsam, erstmal den ersten oder zweiten Biss vorsichtig abzuwarten und zu gucken, ob der den nochmal nachnimmt, weil man kann natürlich beim Anschlagen zu schnell sein und das erhöht natürlich die Fehlbissrate. Deswegen kann ich immer raten, mit dem Wurm abwarten, immer etwas ruhiger angehen lassen. Der kann ruhig zwei, dreimal an der Spitze zupfen und erst wenn die Spitze wirklich richtig krumm geht und wirklich stabil immer vorne am Arbeiten ist beim Brassen, dann kann man die Rute aufnehmen, den Anhieb setzen und dann hängen auch in der Regel alle Fische. Jetzt haben wir drei Körbe mit schön bepackt mit Würmern geschickt und jetzt habe ich auch das erste Mal Wurm am Haken probiert und direkt hat sich das ausgezahlt und ich denke mal, dass hier eine Brasse dranhängt, die wirklich so um die 2 Kilo hat, 1,8 Kilo. Man merkt wirklich, das hat eine Reaktion gebracht, jetzt Würmer zu schneiden. Die Fische sind größer und werden natürlich jetzt weiter versuchen, mit Castern und geschnittenen Würmern diese Fische zu halten, um dann halt ein paar schöne Fische fangen zu können. Die Vorfachkürzung, die hat uns auch sehr viel gebracht. Die Bisse kommen viel besser. Die Fische hängen alle vorne. Die Fische haben nicht geschluckt den Köder, das hatten wir bei den ersten drei so. Und so ist auch die Verletzungsgefahr für die Fische weniger. Die Tiere haben keine Verletzung. Die Lippe, die ist aus Hornhaut, würde ich jetzt mal sagen. Und da kann den Fischen nicht viel passieren. Und ja, jetzt kommt das schon. Ja, ich denke mal so um die 1,2, 1,3 Kilo. Da bewegen wir uns. Wir werden jetzt noch das erste Mal Dips hinzubringen. Das ist jetzt von HJG Drecher ein Wurmdip. Da werden wir auch, das ist aus Wurmkonzentrat. Und da werden wir auch die Würmer jetzt drin dippen. Und um die Würmer vom Geruch her noch intensiver zu machen, um zu hoffen, dass vielleicht den Biss noch schneller bekommen. Der Köder, der ist an Ölbasis, der haftet sehr lange am Köder und hat eine lange Wirkung. So, jetzt hat er den Köder aufgenommen. Ich habe ein bisschen noch Zeit gegeben und jetzt haben wir mit dem Dip direkt nach Einwurf, also es hat keine Minute gedauert und sofort ist ein Fisch am Haken und ich denke auch mal, dass das wieder einer der größeren ist. Ja, die Rute hat eine tolle weiche Aktion. Ich kann auch einen großen Brassen, wir werden gleich sehen, wie groß der ist, auch so von der Spule, man sieht das hier, einfach zur Seite legen und einfach reindrehen. Die Rute, die macht ihren Job. Man hat eine tolle Aktion. Der Fisch arbeitet, aber ich habe keine Angst, den Fisch zu verlieren. Und das wäre halt mit einer schweren Weitwurfrute, wäre das überhaupt nicht möglich. Weil der Fisch sofort, man würde den Fisch sofort verlieren. Da muss man viel behutsamer drehen. Wir haben immer noch den 14er Haken. Wir sind immer noch fein unterwegs. Aber ich denke mal noch ein Fisch oder so und dann werden wir mal etwas gröber zur Sache gehen. Ne? Einfach nur durchdrehen. Wenn er einmal nuckt, dann auch mal ruhig aufhören. Aber ansonsten drehe ich in einem durch. Den Rest macht die Rute.
Und ich denke, das ist ein tolles Angeln. Im vorderen Bereich bin ich immer vorsichtiger, weil ich denke, hier ist der Kontakt zum Fisch sehr nah. Und da kann man ruhig mal ein bisschen aufpassen, weil jeder Fisch, den wir im Kecher haben, ist wertvoll. Gerade im Wettkampf. Und das ist ein sehr großes Tier. Und das zeigt auch die Aktion der Rute, dass man auf solche Tiere einfach randrehen kann mit weichen Ruten. Ich denke, der wird jetzt wirklich mal so an die 2 Kilo haben, etwas drüber. Tolle Fische mit Wurm, wo wir gerade in Wurm gedippt haben. Und ich denke, das ist ein toller Fisch. Davon können noch ein paar kommen. Jetzt haben wir den nächsten Biss bekommen. Wieder ein schöner Biss auf Wurm und auch auf Wurmdip. Ich halte das für sehr gut, diesen Dip, weil er den Wurm nicht verändert vom Geruch, sondern ihn nur verstärkt. Und das ist meines Erachtens manchmal wichtiger, als immer nur irgendwie ohne Bedacht einen Dip zu benutzen, der dann halt nicht der richtige ist. Und wenn nachher wirklich die Bisse nachlassen sollten und weniger werden sollten, dann werde ich versuchen, mit diversen Dips zu versuchen, noch den einen oder anderen Fisch zu fangen. Aber die Fische beißen gut, wir haben tolle Bisse, die wirklich gut angezeigt werden, auch gut angekündigt werden. Und wir angeln jetzt mit ungefähr 50 bis 60 cm Vorfach. Und es ist wieder das gleiche Schema, es ist ein großer Fisch, aber ich drehe fast komplett durch. Und die Rute federt super die Fluchten des Fischs ab. Einzigste, wie immer, sobald ich die Schlagschnur merke, werde ich ein bisschen ruhiger, lasse den Fisch arbeiten vorne, unter Wasser, gehe mit dem Fisch nicht über Wasser, dass er den Kopf raus hat, und dann werden wir hoffentlich auch diesen Fisch fangen. Ist auch wieder ein toller Fisch. Oh. Müsste jetzt der 9. sein. Einfach ein tolles Tier. Kerngesund. Das ist auch immer wichtig, wenn man angeln geht, dass man auch mal guckt, ob die Fische alle gesund sind. Und dafür sind wir auch da, um solche Sachen zu kontrollieren. Jetzt haben wir eine längere Zeit ohne Biss gehabt. Und jetzt habe ich noch mal 3 bis 4 Körbe nachgefüttert, loses Futter und auch ein paar Caster dabei. Und schon haben wir auf eine Kombination mit einer roten Berglimmade und 3 bis 4 Maden direkt eine Reaktion bekommen und einen direkten Biss bekommen. Auch wieder am Brassen, ich denke mal so um die 1300. Mit Laichausschlag. Oh, da könnte doch ein schwerer sein. Das war jetzt ein ziemlich aggressiver Biss. Ich hatte jetzt mal hier in Brasse gedippt, auch wieder 3 Maden und einmal eine rote Berkle. Und der Biss, der kam so brutal, also der hat mir die Rute richtig krumm gerissen. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir wieder einen der größeren Brassen kechern können, um den Setzkecher weiterzufüllen. Auch wieder ein total schöner Fisch. Super gesund.
denke auch mal so 1,4, 1,5 Kilo. Wir haben jetzt eine Angelzeit von 4 Stunden, eine reine Angelzeit hinter uns. Und ich möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was wir gemacht haben und wie wir vorgegangen sind. Wir hatten am Anfang wirklich 3 bis 4 Körbe gefüttert mit eine kleine Handvoll Caster dabei, um erstmal zu gucken, ob der Fisch da ist oder wie lange es braucht, bis der Fisch kommt. Dann haben wir auch ziemlich zeitnah nach einer halben Stunde oder nach 20 Minuten den ersten kleinen Brassen, so um die 1-Kilo-Marke gefangen. Kurze Zeit später auch nochmal den zweiten. Und dann wurde es ein bisschen schlechter. Und dann hatte ich mich entschieden, ein paar kleine Würmchen mit denen im Futter beizuschneiden. Und wir haben direkt eine Reaktion darauf bekommen, haben einen super Biss bekommen, haben auch einen tollen Brassen gefangen, so um die 1200 Gramm. Und dann hatte ich mich weiter entschieden, noch mehr Wurm zu schneiden. Und wir sind wirklich belohnt worden heute damit. Wir haben große Brassen gefangen, viele so um die 1500 Gramm oder auch zwei, drei dabei, die 1800 haben. Haben insgesamt, denke ich, 13 bis 14 Brassen im Kecher, die wir auf einer Entfernung von 83 Meter fangen konnten. Wir haben bewusst uns für diese Entfernung entschieden, weil wir in dem See direkt eine Kante haben, die da verläuft und die sehr viel Fisch versprach. Der Top-Köder heute, meiner Meinung nach, war 2 Caster und 1 Made. Wir haben zwischendurch auch auf einen Wurm oder auf 2 kleinen Würmchen haben wir auch 1 oder 2 Brassen drauf gefangen, aber die Bisse dauerten länger und waren auch eigentlich nicht richtig sauber. Also die Caster Made, die war wirklich super heute, und zum Schluss hatten wir noch mal so einen Lucky Punch gemacht. Da haben wir 3 Maden und 1 rote Berglemade am Haken gehabt. Das hat uns noch mal 3 tolle Fische beschert. Und also der Top-Dip heute war wirklich ohne Wenn und Aber der Wurm-Dip von HJG Drescher. Der funktioniert eigentlich überall, auch wenn man Maden oder auch Caster ficht. Ich glaube, diesen Geruch von dem Wurm kann, glaube ich, keinen Brassen widerstehen. Und ich hoffe, ich konnte euch einiges mitgeben in dem Video und auch mal zeigen, wie man auch mit weichen Ruten und weichen Spitzen und dünnen Schlagschnüren Fische fangen kann auf Entfernung. Wir sind jetzt nicht hier an Grenzen gegangen, wo wir gesagt haben, das ist das maximal Mögliche. Wir hatten hier Körbe zwischen 30 und 40 Gramm am Anfang gefischt. Nachher mussten wir leider etwas schwerer fischen. Das war aber leider wegen dem Wind, mussten wir das, weil wir sonst nicht mehr exakt unseren Futterplatz beangeln hätten können. Es sind sicherlich auch weitere Würfe mit weichen Ruten möglich. Wir haben schon geangelt, Freund und ich, um die 100 Meter mit wirklich 3,90 Meter Ruten und 30 Gramm Körben. Das funktioniert, aber da müssen auch die Bedingungen stimmen. Und heute waren sie nicht perfekt, aber ich denke mal 83 Meter mit einer 60 bis 80 Gramm Rute, das ist doch schon eine gute Leistung. Und wir haben auch tolle Fische gefangen. Und wir hätten wahrscheinlich mit einer schweren Rute und schweren Körben in einer Wassertiefe von 3 Metern nicht so viel Erfolg gehabt. Es ist leider so, dass in der Wettkampfszene auch immer öfters die Entfernung gefragt ist. Und viele Leute können weit werfen und man muss versuchen, sich abzusetzen vom Feld. Und ich denke, dass diese Lösung, die wir heute gezeigt haben, ein guter Weg sein kann, um sich später oder in den nächsten 1-2 Jahren von anderen Anglern abzusetzen. Weil einfach bei Spitzen um die 0,5 Unzen der Fisch viel, viel weniger Widerstand spürt, auch auf einer Entfernung, als wenn man eine 2 oder 2,5 oder 3 Unzen Spitze mit einer schweren Rute hat und schweren Körben. Weil so schwere Ruten ist einfach leider so, dass sie erst ab 70 oder 80 Gramm richtig funktionieren. Ne? Und deswegen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit mir und ja, ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Herzlich willkommen in Südafrika. Wir sind hier im momentan bei der FIDE-Weltmeisterschaft 2013. Hinter uns läuft gerade das zweite offizielle Training. Wir haben jetzt Dienstag, Samstag und Sonntag sind dann die Durchgänge. Und wir haben hier gerade Temperaturen von über 30 Grad. Wir haben jetzt noch relativ früh am Morgen, wir werden jetzt bestimmt schon 25, 28 Grad haben. Das sind ideale Bedingungen für das Method Feeding. Deshalb werden wir heute mal außerhalb der Strecke probieren, ein paar Karpfen zu fangen. Wir wollen mit der europäischen Taktik vom Method Feeding angeln, das heißt, wie wir es in Europa gewohnt sind. Und jetzt werde ich euch nach und nach zeigen, zum einen, was wir für Futter dabei haben, was wir für Hakenköder dabei haben, die Möglichkeit, die Köder am Haken zu befestigen, was es für verschiedene Körbe gibt und hoffentlich dann natürlich auch ein paar schöne, starke Karpfen fangen. Kommen wir nun zum Futter. Ich habe hier zwei verschiedene Futter dabei. Das ist zum einen Fischmehlfutter, das sind gemahlene Koi-Pellets und mit einem sehr starken Ölanteil, also richtig Fischanteil noch mit drin von Fischmehl. Das ist sehr gut für große Fische, Karpfen, Brassen, Karauschen, Schleien und ist eben gerade in Gewässern, wo viel auf Karpfen geangelt wird, wo viel Pellets gefüttert wird, viel Boilies gefüttert wird, ist es oft ein sehr gutes Futter, um viel Fisch zu fangen. Als zweites habe ich noch ein ganz normales, also auf viel Maismehl ist dabei und viele Partikel sind drin. Habe ich noch mal so ein Futter mitgebracht, auch das ist das Carp Yellow. Das ist eben auch für große Fische ausgerichtet, weil wir eben hier auch mit viel Karpfen rechnen müssen. Und heute, weil hier es relativ wenig mit Pellets und Fischmehl geangelt wird, werde ich einen Mix aus beiden angeln. Das heißt, ich werde vier Teile normales Karpfenfutter angeln und ein Teil von dem Fischmehlfutter, um eben auch einen Mix darzustellen, wo auch die großen Karpfen vielleicht auf das Fischmehl drauf reagieren. Dann als weiteres habe ich noch zwei verschiedene Pelletgrößen mitgebracht. Einmal Mikropellets mit 1,7 mm und einmal Pellets mit 4 mm. Dann werden wir erstmal einen kleinen Anteil an Pellets mit dem Futter füttern. Zum Beispiel auf drei Hände Futter, eine Hand Pellets. Und werden dann gucken, wie die Fische reagieren. Wenn dann wirklich richtig viele Fische da sind, können wir auch mit puren Pellets angeln. Das heißt, wir lassen das Futter weg und angeln pur mit Pellets im Method Feeding. Aber da müssen wir halt später schauen, wie die Fische reagieren. So, jetzt mische ich das Futter mal zusammen. Ungefähr 800 Gramm von diesem Futter und 200 Gramm vom Fischmehlfutter. Ich sehe, das ist jetzt gerade mal ein Kilo, aber mit dem Method Feeding bekommt man nicht wirklich viel Futter raus und fängt trotzdem oft viel Fisch. Das heißt, man braucht eigentlich, das ist ein sehr sparsames Angeln, man braucht nicht immer sehr viel Futter, um einen großen Erfolg zu haben. So, jetzt mische ich mal den Liter Futter an und der braucht dann ungefähr eine halbe Stunde zum Ziehen, damit die ganzen Partikel auch aus dem gröberen Futter vollgesogen sind und dann können wir anfangen zu angeln. So, jetzt mischen wir das einmal kurz durch. Und jetzt steht auf der Futtertüte genau drauf, wie viel Wasser man braucht. Das heißt, es ist eigentlich relativ einfach. Da steht jetzt zum Beispiel hier drauf, ein Kilo Futter in den Eimer schütten und 200 Milliliter Wasser zugeben. Dann 10 Minuten warten und nochmal, je nach wie das eingesetzt ist, das heißt, wenn viel Strömung ist, nochmal 150 Milliliter, ansonsten nur 100 Milliliter. Deshalb, wir fangen jetzt mal an mit den 200 Millilitern. Ich habe jetzt keinen Messbecher dabei. Ich mache es jetzt mal nach Gefühl. Da fehlt noch ein bisschen Wasser.
So, das lassen wir jetzt mal eine halbe Stunde ziehen. Kommen wir jetzt noch zu den Pellets. Die Pellets sind auch wirklich ganz einfach anzumachen. Ich habe die jetzt hier in der Dose drin, ungefähr drei Viertel voll. Und jetzt tue ich einfach so lange Wasser dazu schütten, bis sie genau praktisch bündig sind mit Wasser. Das ist ein bisschen viel, dass man gerade so einmal bündig ist mit Wasser. Und dann lässt man sie gerade mal für 15 bis 20 Minuten ziehen. Dann kann man sie noch einmal durchwischen. Und dann sind sie eigentlich schon fertig zum Angeln. Dasselbe mache ich jetzt noch mit den Mikropellets. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis das Futter gezogen hat. Kommen wir nun zu den Ködern, die wir verwenden können beim Method Feedern. Der meistverwendete Köder ist eigentlich der Boilie. Vor allem für unsere Weißfischangelei und Karpfenangelei kleine Boilies von 8 bis 10 mm. Manchmal auch 12 mm, wenn es größere Karpfen sind. Die gibt es eben in verschiedenen Farben, das eben oft ausschlaggebend ist. Je nachdem, wie der Untergrund ist, wie die Wasserfarbe ist, findet der Fisch den Köder besser oder auch weniger gut. Da gibt es eben zum Beispiel hier jetzt viele Neonfarben, zum Beispiel Neongelb, Neonrot. Dann haben wir aber auch relativ gedeckte Farben hier in Braun. Das ist aber bei jedem Gewässer unterschiedlich. Das heißt, das kommt auch auf den Tag drauf an. An dem einen Gewässer geht vielleicht der gelbe Boilie am besten, an dem anderen geht vielleicht ein dunkler, brauner Boilie am besten. Das ist auch jeden Tag anders. Manchmal fängt man am ersten Tag am selben Platz mit dem gelben Boilie, dann sitzt man am nächsten Tag da, bekommt keinen Biss, macht einen roten Boilie drauf, auf einmal bekommt man Fische. Also das kann man auch nicht pauschal sagen, welcher Köder wirklich am besten ist. Was sich herauskristallisiert hat, ist eigentlich, dass oft die Neonfarben, zum Beispiel Neongelb, Neonrot, Weiß, sehr gute Farben sind, die fast in jedem Gewässer funktionieren. Dann gibt es als nächstes eben auch ganz einfach das Maiskorn. Wie man das an den Haken macht, die ganzen Köder, das zeige ich euch später noch. Ich gehe jetzt nur mal auf die Köder drauf ein. Ganz normales Maiskorn, gefärbtes Maiskorn, wie hier zum Beispiel ein rotes. Dann eben auch Pellets. Ich habe hier eine ganze Mischung, zum Beispiel Halibut Pellets, dann Robin Red Pellets mit verschiedenen Flavors und verschiedenen Größen, das heißt 12 mm, hier sind 8 mm. Oder hier zum Beispiel, was wir neu haben ab 2014, so ein Crush Boilie, da sind ganz leichte Partikel außenrum, die sich nach und nach auflösen und sich immer wieder in Partikel löst, das auch den Fisch anlocken soll. Da gibt es eben eine große Vielfalt. Außerdem kann man natürlich auch mit einem Wurm angeln am Haar, das zeige ich euch dann noch. Oder dann gibt es noch so Softboilies zum Beispiel, die sind wie Knete, die kann man kneten. Dann kann man auch, wenn man jetzt nur klein hat, kann man zwei zusammenkneten, dann hat man einen größeren. Es gibt auch 12 mm, je nachdem, was der Fisch mag und wie das Gewässer auch ist. Dann natürlich Pop-Ups in allen Farben und Größen. Es geht auch manchmal sehr gut. Und dann haben wir auch zum Beispiel Teig, das oft verwendet wird. Das ist jetzt zum Beispiel ein Pulver, das ganz einfach angemacht wird. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Da muss ich mal kurz eine Büchse holen. Also man macht einfach, es wird in so kleinen Bechern ist es erhältlich. Dann schütten wir das einfach hier in die Box rein, wie viel man haben will. Da braucht man in der Regel nicht viel. Und gibt ein bisschen Wasser dazu, rührt es rum, das war jetzt ein bisschen zu viel Wasser, knetet es gut durch. Und dann hat man hier wirklich einen Teig, der einfach an den Haken zu machen ist und der wirklich zäh ist. Das heißt, da sind so wie Gummipartikel drin. Der ist richtig schwer auseinanderzuziehen. Das sieht man auch jetzt hier die Fäden. Und der hält auch wirklich gut am Haken. Beziehungsweise gibt es dann auch so kleine
ja, wie Cages, da kann der Teig eingeknetet werden. Das zeige ich euch später auch noch. Und es gibt eben auch für verschiedene Köder verschiedene Methoden, dann auch um den Köder an den Haken zu bekommen. Kommen wir jetzt nun zum Gerät. Rute, Rolle, Schnur. Beginnen wir mit der Rute. Das ist jetzt zum Beispiel aus der MS Range die Method Feeder 360, 3,60 Meter lang, bis 80 Gramm Wurfgewicht. Die ist jetzt mehr für die deutschen Verhältnisse ausgelegt. In England sind viele Ruten, die haben eine komplett parabolische Aktion, sehr weiche Ruten, weil doch oft, sage ich mal, an den Commercials geringe Wurfweiten nötig sind. Die haben oft Inseln, maximal 30, 35 Meter Distanz. Und da ist auch relativ wenig Wind auf den Seen. Hier in Deutschland ist es oft so, dass auch mal Windböen sind. Man muss vielleicht auch mal 70, 80 Meter rauswerfen. Deshalb auch bis 80 Gramm Wurfgewicht. Das heißt, sie hat auch ein relativ hartes Rückgrat und das erste Teil ist trotzdem sehr weich, dass der Karpfen eben auch im Drill gut gehandelt werden kann. Später, wenn die Rute dann mal mit Fisch ist, könnt ihr euch auch mal die Aktion anschauen. Zur Rolle, das ist jetzt das ist die ProMatch 4000, eine mittlere Stationärrolle. Da braucht man nicht keine riesige Rolle zum Weitwerfen. Im Normalfall wird nicht weiter als 40, 50 Meter geangelt. Schnur sollte immer monofile Schnur sein. Dadurch, dass wir mit einem kurzen Vorfach arbeiten, kann es oft und schnell zum Schnurbruch kommen. Und durch die monofile Schnur ist trotzdem immer mehr Dehnung drin, dass auch der Fisch nicht so schnell ausschlitzt. Hier habe ich jetzt eine 25er gewählt, mit der braucht man keine Schlagschnur, da kann man durchgehend angeln. Auch wenn man mal Körbe mit 45 Gramm braucht, heute zum Beispiel, da ist es sehr windig. Wenn wir auf 35, 40 Meter angeln werden, dann braucht man mit Sicherheit auch mal vielleicht 45 Gramm. Und dafür ist es dann auch ideal geeignet. Zu den Spitzen, ich habe jetzt mal eine 1 Unze Carbonspitze montiert. Habe aber auch mal hier noch eine 2,5 Unzen Spitze zurechtgelegt, weil es hier oft die letzten Tage so war, dass hier richtiger Sturm kam. Da kamen teilweise so hohe Wellen. Und um dafür gerüstet zu sein, habe ich auch mal die schon parat gelegt. Man möchte auch nicht den ganzen Tag so ein Wippeln sehen, da wird man selbst verrückt. Normalerweise, wenn jetzt kein Wind ist, kann man auch sehr gut mit einer Glasspitze angeln, die relativ weich ist. Die zeigt auch viel die Schnurschwimmer an, das heißt, man sieht, ob Fisch am Platz ist oder nicht. Und da sollte man eben, je nachdem wie die Verhältnisse sind, dann seine Wahl tätigen. So, jetzt haben wir jetzt mal 20 Minuten ziehen lassen, die Pellets und das Futter. Ich habe gerade schon mal reingegriffen, die Pellets sind jetzt schon fertig. Die halten gut zusammen. Ich gebe die jetzt gerade mal in eine größere Dose. Kann man gerade noch mal ein bisschen durchmischen. Die werden auch jetzt bei der Sonne noch mal ein bisschen nachtrocknen. Und dann kann man, falls eben viel Fisch da sind, können wir die später auch pur fischen. Zu Beginn werde ich dann Mix fischen aus 3 Teilen Futter, 1 Teil Pellets. Und werde erstmal mit den kleinen Pellets beginnen, 1,7 mm. Und wenn wirklich Karpfen kommen und viel Fisch, dann werde ich auf die 4 mm Pellets wechseln. Die 4 mm Pellets sind auch fertig. Die kann man auch schon schön zusammendrücken und sie lösen sich auch wieder leicht. Die gebe ich jetzt auch in die größere Box, das ist einfach einfacher zum Händeln und man hat mehr Platz. So, jetzt schauen wir mal nach dem Futter. Das zerfällt schon wieder, also da fehlt wieder ein bisschen Wasser. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nachlegen. Tue ich jetzt gerade noch mal vielleicht so 50 Milliliter ungefähr. Und so soll es jetzt gut sein. Gerade hier, wenn so Hitze ist oder wenn ja auch in Deutschland im Sommer, wenn da Hitze ist, dann ist es immer gut, wenn man zum Beispiel 2 gleich große Dosen hat. Dann gibt man das Futter in eine Dose rein. Und nimmt sich immer die Menge, die man im Moment braucht, in die zweite Dose, damit die Grundmenge nicht austrocknet. Das heißt, ich fange jetzt zum Beispiel an, für Beginn nehme ich mal 6 Hände raus. Am Anfang wollen wir ein bisschen vorfüttern, es sollen viele Karpfen da sein, dass sie auch was haben, wenn sie an den Platz kommen. Und gebe jetzt
Die kleinen fangen wir an mit den 1,7 mm. Gebe jetzt zwei Hände davon dazu und vermische das alles. Es hätte jetzt auch eine leicht so grün-gelbe Farbe gehabt, also es sieht wirklich schön aus optisch. Und hoffen wir, dass den Karpfen auch gefällt. Ich habe jetzt mal den Platz gerade ausgelotet. Dazu habe ich jetzt mal einen normalen Korb dran gemacht, weil der eben doch, sag ich mal, relativ gleichmäßig fällt. Bei den Method-Körben kann es vorkommen, dass sie ein bisschen taumeln, wenn noch kein Futter drin ist. Deshalb habe ich jetzt mal einen normalen Korb gewählt. Auf ca. 35 Meter habe ich jetzt eine Kante gefunden. Da geht es von 4 auf 5 Zähler runter. Also auf 35 Meter haben wir 5 Zähler, auf 32 Meter haben wir schon nur noch 4 Zähler. Und ich werde jetzt mal oben auf die Kante drauf gehen, weil ich die letzten Tage herausgestellt habe, dass die Fische eigentlich eher so auf 4 Zähler entstehen, also 4 bis 5. Und durch die Sonne wieder auch das Wasser schnell warm, deshalb bleiben wir jetzt mal auf dem Flachen. Ich hole jetzt einen anderen Korb und dann füttere ich erstmal 5 bis 6 Körbe an. Und dann mache ich den Haken dran, dann schauen wir mal, ob was geht. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Körben für das Method Feedern. Da gibt es eben von jedem Hersteller mehrere verschiedene Möglichkeiten. Jeder hat seine eigene Form dazu. Und es gibt eben auch Unterschiede in den Körben. Das heißt, für jede Situation gibt es auch den richtigen Korb. Es gibt zum Beispiel welche, die sind etwas flacher. Dann gibt es welche, die sind etwas runder. Der hier fliegt besser, weil er etwas, also das Gewicht nach unten zentriert hat. Der hier hat eine super Präsentation. Dann gibt es eben die Unterschiede, zum Beispiel der hier hat noch seitlich ein paar Rippen, um das Futter zu halten und ist komplett aus Blei gegossen. Das heißt, der ist sehr gut für große Distanzen oder auch wenn es sehr tief ist, weil er das Futter gut zusammenhält. Dann gibt es Inline und Elasticated, das heißt, welche mit Gummi, dann gibt es welche mit schwachem Gummi, mit hartem Gummi. Je nachdem, was der Zielfisch ist, auf Karpfen nimmt man dann eben harteren, auf Brassen einen weicheren Gummi. Und dann gibt es auch ganz normale Inline, die werden einfach auf die Schnur gefädelt. Ein Wirbel davor und dann sind wir schon fertig, unten ist Vorfach dran, können wir loslegen. Mal kurz zur Montage, ich werde jetzt heute mit Elasticated angeln, das heißt mit Gummizug. Ich habe jetzt ganz einfach nur eine Schlaufe in meine Hauptschnur gebunden und habe einen Doppelkarabiner dran gemacht, sodass ich eben auch flexibel mit der Spitze bin. Das heißt, zum einen kann einer abbrechen, der Wind wird stärker, dann brauche ich eine härtere Spitze, vielleicht lässt der Wind nach, dann kann ich eine weichere dran machen. Da kann ich einfach den Wirbel aushängen und kann alles, ohne irgendwas an der Schnur zu haben, durchzufädeln und eine neue Spitze dran machen. Und auf der anderen Seite wird dann einfach der Korb oben eingehängt. Die haben alle einen Einhänger oben, die Körbe. Und ich kann schon loslegen. Kommen wir jetzt nun zu den Vorfächern, zu den Haken. Das Vorfach ist eigentlich im Normalfall immer 10 cm. Es gibt einen Spielraum zwischen 7 und 12 cm, sage ich mal. Aber der Standard ist eigentlich immer 10 cm. Wenn man eventuell auf kleine Fische angelt und man bekommt viel Fehlbisse, dann kann man es auch mal verkürzen, vielleicht auf 7 cm. Aber ich habe hier zum Beispiel eine Hakenbox, eine kleine, da bereite ich immer Vorfächer vor. Und die habe ich alle in 10 cm gebunden. Alles andere, das mache ich dann individuell am Wasser, wenn es die Situation bedarf, weil es eigentlich nur Sonderfälle sind. Dann gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die verschiedenen Hakenköder an das Haar zu bekommen. Also man angelt immer mit Haar und man soll das Vorfach auch nicht zu dünn wählen. Ich habe hier zum Beispiel, mein Standard ist immer ein 20er Vorfach. Dadurch, dass es so kurz ist, ist die Bruchgefahr sehr groß. Es kann eben auch oft sein, dass man größere Karpfen dran geht. Dann haben wir immer noch den Elastik, den Gummi zur Hand, der uns hilft. Aber trotzdem sollte man auf Nummer sicher gehen. In Einzelfällen, wenn man jetzt weiß, man fängt nur vielleicht kleinere Brassen, dann kann man auch mal ein 16er Vorfach angeln. Ich habe auch einen See in meiner Nähe, da sind nur richtig große Karpfen drin, also 8 Kilo und größer. Da angle ich eigentlich nur mit 30er Vorfach sogar. Also da habe ich schon so oft gehabt, die gehen dann so wollen ins Hindernis und wenn man hält, dann reißt immer das Vorfach oder die Schrubben über irgendwelche Äste. Also da soll man je nach Bedingungen und Situation immer das Vorfach wählen. Zu den Möglichkeiten, die Köder zu befestigen.
Zum einen gibt es hier sogenannte Quickstops, die gibt es fast von jedem Hersteller, die heißen nur immer anders. Da gibt es eine Nadel dazu und mit der kann man dann zum Beispiel durch die vorgebohrten Boilies oder die Pellets durchstechen und hat dann praktisch wie ein Haarstopper. Dann gibt es einfach nur so einen kleinen Stick. Ich habe hier zum Beispiel einen abgepetzten Haken, da habe ich gerade das Haar am Öhr festgebunden und mit dem Hakenende kann ich praktisch in jeden Boilie reinstechen. Weiterhin gibt es sogenannte Cages, das sind so ganz kleine Käfige, die sind für die Pasten und die Teige verantwortlich, also zu gebrauchen. Da wird dann der Teig reingepresst und der hält dadurch dann besser am Haken. Dann gibt es sogenannte, ja, wir nennen die immer so Tannenzapfen, die haben so ganz viele Rillen und wie der Haken, die kann man in das Loch reinstecken und die halten dann den Köder fest. Und es gibt noch so Pelletbänder, zum Beispiel wenn wir jetzt auf Stör angeln, auch mit Lachs zum Beispiel, dann rollen wir den Lachs und machen den in die Bänder rein. Oder man kann mit Brot angeln, mit Pellets, auch mit Boilies, wenn man sich eine Rille reinmacht, also je nachdem, die sind eigentlich auch sehr, sehr vielfältig. Auch ein Maiskorn kann man mit befestigen. Da gibt es eigentlich viele verschiedene Möglichkeiten. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man einen Korb richtig befüllt. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel einen Haken mit einem Quickstop. Da zeige ich euch erstmal, wie man jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt hier gerade einen Maiskorn liegen, wie man das festmacht. Zu den Quickstops gibt es immer Nadeln dazu. Das heißt, das ist einfach eine stumpfe Nadel. Die kann man in das Loch von dem Quickstop reinstecken und geht dann mit dem kompletten Quickstop durch den Köder durch. Das kann zum einen vorgebohrter Boilie sein, das kann ein Pellet sein mit Loch, das kann aber auch ein Maiskorn sein. Meistens brauchen wir hier das noch nicht mal vorstechen. Da kann man einfach ganz langsam von oben durchstechen. Und wenn man durch ist, zieht man einfach den Quickstop aus der Nadel, zieht die Nadel durch den Köder zurück, dreht den Quickstop und zieht den Köder an den Quickstop dran. Und dann ist er praktisch so fest. Jetzt zum Befüllen vom Korb. Ich habe jetzt hier die Form von dem Korb. Und was ein guter Tipp ist, egal was ihr für eine Form habt, nehmt euch ein Stück durchsichtige Glasischfolie mit. Die könnt ihr einfach unten in die Form reinlegen und die wird euch auch verzeihen, wenn das Futter mal ein bisschen nässer oder ein bisschen trockener ist. Und dann fangen wir so an, indem wir in das untere von der Form geben wir ein bisschen Futter, dass sie vielleicht zu einem Viertel gefüllt ist. Dann nehmen wir den Hakenköder, legen den in die Form rein und dann füllen wir praktisch den Korb mit dem Futter auf, beziehungsweise die Form, und ein bisschen über den Rand hinaus. Dann legen wir den Korb darauf und pressen das zusammen. Gut zusammenpressen, 3-4 Mal drücken. Dann könnt ihr gerade die Folie abziehen. Und da fällt schon der Korb aus der Folie. Dann habt ihr schon einen fertigen Korb. Der Köder ist innen drin versteckt. Ihr könnt beim Werfen nirgends hängen bleiben. Und wenn sich das Futter langsam auflöst, liegt der Köder genau in der Mitte vom Futter. Das ist praktisch eine ideale Präsentation vom Köder für den Fisch. Wenn der jetzt habe ich gerade ein kleiner kleiner Yellowfish. Ja, bis jetzt war noch kein Karpfen dabei. Ich hoffe mal, dass demnächst jetzt noch einer kommt.
Ansonsten wechsle ich nochmal die Angeldistanz und gehe nochmal in das Tiefe. Das heißt, ich habe ja die Kante auf ca. 35 Meter. Jetzt bin ich auf ungefähr 32 Meter. Dann würde ich nochmal 5 Meter verlängern, würde praktisch in die tiefere Region gehen und würde gucken, ob da die Karpfen sich aufhalten. Ich probiere jetzt erst noch ein paar Würfe. Nochmal kurz was allgemein zum Method Feedern, wo ich gerade aufgehört habe. Also wenn jetzt das Futter sich langsam vom Korb löst und der Köder in der Mitte liegt und der Fisch nimmt den Köder und sobald er sich ein bisschen bewegt, merkt er das Blei durch das kurze Vorfach und er hakt sich selbst, das heißt man braucht keinen Anschlag mehr setzen. Die Bisse sind auch sehr gewaltig, also man muss immer eine Acht auf seine Rute haben. Mir selbst ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass die Rute weg war. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Es ist eine schöne Angelei, man braucht eigentlich wenig Zeug. Wie gesagt, ein Kilo Futter, das reicht für 5-6 Stunden zum Angeln. Und man kann richtig viel Fische damit fangen. Auch mit den Ködern, also man braucht nicht extra frische Köder, keine Maden, keine Würmer. Man kann sich eine Dose Mais nehmen oder einfach nur Mini-Boilies, die halten jahrelang. Es ist wirklich eine einfache Angelei und die sollte jeder mal ausprobiert haben. Was es noch für eine Möglichkeit gibt, wenn es jetzt mal länger keinen Biss mehr kam, kann man noch ein paar Flavors verwenden. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Das hier zum Beispiel ist jetzt ein Fluorgel. Das macht man am besten von außen auf den Feeder drauf. Wenn, nachdem er in der Mulde war und gepresst worden ist, macht man das von oben drauf, verteilt es ein bisschen und es gibt dann eine schöne Wolke im Wasser. Ich kann euch das gerade mal im Eimer zeigen. Wenn man es jetzt in den Eimer wirft, das sieht man jetzt schlecht, gibt es so eine grüne Wolke von sich und die wird auch dann nach und nach vom Korb freigegeben. Jetzt fängt zum Beispiel der Korb an sich zu lösen, da gibt es unten eine schöne hellgrüne Wolke. Das lockt dann auch oft die Fische an, wenn sie von weiter weg vom Futterplatz stehen. Da habe ich noch mal einen besseren Fisch, das könnte sogar noch ein Karpfen sein. Am besten beim Drill die Rute, wenn keine Hindernisse im Wasser sind, relativ nah an die Wasseroberfläche. Die Karpfen kommen gerne an die Oberfläche und da kann es oft zum Ausschlitzen kommen, wenn sie an der Oberfläche sind. Ich meine, es ist ein Graskarpfen.
Wie bei der Flucht arbeitet, müsst ihr selbst herausfinden. Ich arbeite immer mit dem Rücklauf. Man kann dann genauso gut über die Rollenbremse arbeiten. Da haben wir doch einen schönen Graskarpfen. So, der darf jetzt wieder schwimmen. Bye, bye. Hat doch noch geklappt mit unserem Karpfen. So, nachdem wir jetzt 2 Stunden lang auf der kurzen Distanz geangelt hatten und 8, 9 Yellowfische gefangen haben, haben wir die Distanz nochmal gewechselt, sind nochmal hinter die Kante gegangen und da konnten wir den schönen Graskarpfen fangen. Und noch 1, 2 Yellowfische. Also war es doch noch ein gelungener Abschied. Und zum Ende habe ich hier nochmal einen Yellowfish. Mit dem Yellowfish verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Und probiert das Metal Feed auf jeden Fall selbst aus.